Der Thomas ist Mönch. Sieht ihr das rein? Der ist ins Kloster und das ist ein Einwegbillett. Also? Wieso geht man ins Kloster? Ja, also bei ihm ist aus einer religiösen Familie. Mhm. Ist nachher in Klosterschuhe und hat gefunden, das werde ich auch. Und jetzt musst du da reinziehen. Der hat jeden Tag, das ist ein Tagesablauf vom Mönch. 5 Uhr aufstehen, dann erstes Gebet, 5:30 Uhr, zum Morgen, 6:15 Uhr, 6:30 Uhr Bibelstudium, 6:45 Uhr zweites Gebet. Es ist jede Sekunde. Ich habe gemeint, es sei relaxed im Kloster. Und spannend ist eben, er sagt, genau da, so ein Tagesablauf, so eine Entscheidung für etwas, wo nachher auch durchaus immer das Gleiche ist. Das macht niemand mehr. Immer alle Möglichkeiten offen behalten. Das ist, finde ich, viel zu einfach. Danke vielmals fürs Fahren, Robin. Bitte. Ein Einwegbillett. Der Entscheid, das ganze Leben hier drin zu verbringen. Halleluja. Willkommen. Sorry, es ist noch nicht mal morgen um 8 Uhr. Es waren jetzt schon 2 Gebetsrunden gewesen. Wieso ist das so früh am Morgen? Also es geht darum, dass wir den ganzen Tag mit Gott verbringen können. Und der ganze Tag heisst nicht nur dann, wenn die Sonne scheinen tut, sondern halt auch in der Nacht. Dass wir den ganzen Tag heiligen. Hast du schon mal verschlafen? Ja, habe ich tatsächlich. Schon. Ja, ja. Und zu was hast du jetzt heute gebetet? Heute habe ich viel für Leute gebetet, die mit persönlichen Anliegen an mich hergekommen sind. Ich habe jetzt gerade ein paar Kollegen, die nicht gerade eine einfache Zeit durchmachen. Dann aber auch Anliegen von der ganzen Welt. Also wir lesen Zeitung, wir schauen Tagesschau, dass wir da so ein bisschen sehen, was passiert in der Welt draussen, wo haben die Leute so für Sorgen. Und das versuchen wir ins Gebet hineinzunehmen. Und was kommt jetzt als Nächstes? Können wir weiter schlafen? Oh, das wäre schön, wäre ja dabei. Nein, wir gehen zu den Büchern, weil das Buch, das wir heute gebraucht haben zum Beten, ist nicht das einzige, das wir haben. Wir gehen zu den anderen Büchern. Ein paar Bücher. Tatsächlich. Man hat so seine Vorstellungen, wie so das Klosterleben ist. Darum machen wir jetzt mal einen Reality-Check. Right. Ich behaupte, du darfst aus diesen Mauern nicht raus. Falsch. Ich gehe jetzt nicht gerade irgendwie für irgendwelche Besorgungen raus, weil ich brauche das eigentlich gar nicht. Also alles, was ich eigentlich für das tägliche Leben brauche, sei es von Zahnpaste über Shampoo bis hin zum Kugelschreiber, finde ich im eigenen Haus. Aber wenn ich natürlich irgendwie will spazieren gehen, gibt es da Möglichkeit, dass man da hinten in den Wald geht oder wenn ich zum Zahnarzt muss gehen. Wie ist es mit Ferien? Ferien haben wir. Wir haben 17 Tage individuelle Ferien, wo wir selber bestimmen, was wir machen wollen. Ja. Also kannst du einfach in den Flieger sitzen und am Strand liegen?
Ja, es wäre schon denkbar, dass sie so ein bisschen mit dem klösterlichen Leben kompatibel sollten sein. Also vielleicht den ganzen Tag nur so am Strand liegen, wüsste ich nicht, ob das. Man tut das mit dem Abt absprechen, was man so vorhat, wohin man gehen will. Jetzt geht jedes Jahr irgendwie auf Miami gehen, eventuell nicht. Ich gehe jetzt hier mit zwei Studienkollegen, dann wir eine Woche lang gehen wir durch die Schweiz. Ich habe nochmal eine Behauptung. Du musst auf mega viel verzichten. Ja. Doch, da kann ich mal ein Ja sagen. Also ist es auch ein Verzicht, der wehtut? Ja, das schon. Wann? Manchmal gibt es schon Sachen, irgendwie, wenn jetzt Kollegen ein Fest feiern, wo man gerne dabei sein würde, oder einfach mal irgendwie rausgehen, Pizza essen oder so. Da brennt es einem manchmal schon ein bisschen unter den Fingernägeln. Ein Leben nach so strengen Regeln, das wäre nichts für mich. Wäre denn das Leben draussen mit all diesen Möglichkeiten zu kompliziert für dich? Nein, nein. Also gar nicht. Bei uns ist es auch ein Eintrittskriterium, dass man sagt, es soll keine Weltflucht sein. Also dass man Leute nehmen, die man das Gefühl haben, die würden draussen auch überleben. Und ich glaube, das würde ich mir zutrauen. Ich frage andersherum, ist es einfacher, im Kloster zu leben? Gewisse Bereiche sicher, würde ich sagen. Also ich muss mich nicht irgendwie mit gewissen Sachen beschäftigen, muss in der Migros nicht an der Kasse anstehen und muss beispielsweise morgen nicht überlegen, was soll ich da anziehen. Du hast dich für das Leben entschieden, eigentlich so für die Ewigkeit. Ich finde das noch erstaunlich so in der Zeit, wo sich andere nicht einmal entscheiden können, was sie im nächsten halben Jahr machen. Ich denke, das ist ein Aspekt vom Nachwuchsmangel, dass Leute Mühe haben, sich mal für etwas zu entscheiden und das auch durchzuziehen. Ich habe vor dem grossen Schritt, wo man wirklich sagt, nach 5 Jahren ja oder nein, habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt nicht Nächte durchwacht. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die letzten 5 Jahre bin ich glücklich gewesen, es ist mir wohl gewesen da. Also habe ich das Gefühl, es ist das Rechte. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the cat patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rap critics to save money, cash holes. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? Kann man sagen, deine Mitbrüder sind deine neue Familie? Ja, doch, kann man schon sagen. Also man verlässt die eigene Familie und gewinnt da wieder ein neues Umfeld. Wie ist denn, wie häufig siehst du sie denn tatsächlich noch? Weil sie wohnen ja, glaube ich, auch hier in Einsiedeln, oder? Ja, genau. Also sie wohnen im Dorf und ich sage Alex, so nah und doch so fern. Wir haben die Möglichkeit, sie ein paar Mal im Jahr zum Mittagessen einzuladen oder vielleicht mal so am Nachmittag spazieren zu gehen. Aber ich denke, das gehört irgendwo durch auch dazu, zu jeder Familiengeschichte, dass man mal von den Heimen auch weggeht und dann irgendwo durch die Distanz gewinnen tut. Etwas, wo du auch musst verzichten musst, ist die körperliche Nähe. Ist das etwas, was dir fehlt? Ja, sicher. Und das gehört zu diesen Verzicht, wo man sagt, ich tue jetzt bewusst darauf verzichten. Hat es denn mal eine Freundin gegeben in der Zeit vor dem Kloster? Ja, ich hatte Beziehungen gehabt, ja, vorher. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr froh um die Erfahrung, dass ich auch nichts idealisieren tue. Ich denke, wenn man manchmal so ein bisschen eine Krise hat im Klosterleben, und das gibt es, das ist ganz klar, wie in jedem Leben auch, dass man nicht das Gefühl hat, Beziehung, das wäre alles. Das sind einfach Sonnenuntergänge und dann wäre es perfekt. Also man weiss auch, eine Beziehung ist halt auch das Brünneli, das Haar am Morgen im Brünneli oder irgendwie Socken irgendwann und ja. Wisst ihr das eigentlich, wie viel Freizeit hast du überhaupt? Also so Zeit, die du wirklich kannst frei verfügen kannst und zum Beispiel Boccia spielen? Boccia spielen würden wir meistens nach dem Nachtessen. Aber wir haben zwischen Vesper und Nachtessen, das heisst zwischen dem Abendgebet und dem Nachtessen, haben wir etwa 3/4 Stunde. Und dann nach dem Nachtessen noch 3/4 Stunde. Feiert ihr eigentlich auch mal eine Party? Also es gibt durchaus mal Gelegenheiten, wo man zusammen hückeln tut und vielleicht irgendwie ein Glas Wein zusammen trinkt. Aber ob man dem jetzt gerade so Party kann sagen, wahrscheinlich die Leute, die jetzt da zuhören, die haben ganz andere Vorstellungen von Party, als wir sie dann feiern. Eben, der Mönch und der Wein, das ist nicht nur ein Gerücht. Nein, ist kein Gerücht, aber der Heilige Benedikt, nach seiner Regel, die wir leben, der hat ganz klar gesagt, es gibt ein gewisses Mass. Er hat gesagt, ein Mönch darf im Tag nur ein Hemina Wein trinken. Das Gute ist, wir wissen nicht, wie viel das die Hemina ist. Aber jedenfalls Mass halten. Mm-hmm.
bist schon mal mit dem Harry Potter verwechselt worden? Also wenn ich zu Bern mit der Kutte in den Bus steige, dann gibt es sehr viele so Reaktionen, die sagen «Harry Potter!» Ja. Darfst du erotische Filme schauen? Oh. Erotische Filme? Ja, ich denke, meistens haben jetzt Filme, die man heutzutage so schauen tut, irgendwie Szenen drin. Gehört irgendwo dazu, wahrscheinlich zur Story. Aber ich denke jetzt, ich habe jetzt gar nicht Interesse, jetzt da gross irgendwie Pretty Woman oder weiss nicht was zu schauen. Ich schaue heutzutage eh niemand mehr. Das ist nicht so erotisch. Den dürftest du schauen, der geht noch. Wenn habt ihr aufgehört indexieren? Im 88. Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman. In welchem Moment bereust du ein Mönch zu sein? Es gibt eigentlich selten Fälle. Das heisst, ob es gibt? Es gibt, ja. Vielleicht am Morgen um 5 Uhr, wenn der Wecker läutet. Das ist sicher so ein Moment. Mercy, pretty woman. Und hat es ein Bier gegeben? Eine Hemina voll, haben wir gehört. Eine Hemina Wein. Höchstens. Eine Hemina. Das ist schon krass. Er hat ja gesagt, wie er manchmal auch ein hadert mit ihm. Das ist schon etwas, was du immer wieder musst dich neu motivieren dafür, schon? Ja, aber ich find's krass, was ich so ein bisschen mitnehme. Ich glaube, das, was wir als extremen Verzicht wahrnehmen, also weißt du, wir haben das Gefühl, er muss mega viel zurücklassen und sich gegen mega viel entscheiden. Das ist für ihn gar nicht so. Ist ihm egal. Ja, also ihm sind andere Sachen wichtig. Der weiss halt gar nicht, was er verpasst. Ist ja gut, du weißt ja auch nicht, was du im Kloster verpasst.